Sturmtief Xynthia wütete am Sonntag im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Zwei große Fichten fielen zum Beispiel auf ein Wohnhaus in Frankenberg. Feuerwehren und Straßenmeistereien hatten alle Hände voll zu tun. Überall im Landkreis stürzten Bäume um und blockierten Straßen. Xynthia knickte die Stämme einfach ab oder entwurzelte sie. Im aufgeweichten Boden hatten die Bäume wenig Halt. Besonders betroffen vom Sturm war das Frankenberger Land und die Stadt Rosenthal. 187 Meldungen wegen umgestürzter Bäume gingen bei der Polizei ein. Glücklicherweise gab es nur wenig Autounfälle, die verliefen glimpflich. Allerdings sind noch am Montag zahlreiche Straßen in Waldeck-Frankenberg gesperrt.